zu der Frage, wie wir uns so ernähren. Alle unterschiedlich. Wir haben keine Auflage von oben, sondern jeder ernährt sich so, wie es einem gut bekommt. Und das sieht eben sehr unterschiedlich aus. Ein kleines Beispiel jetzt aus unserer Quarantäneküche und unserem Quarantäneaufenthaltsort von Pippi und mir. Also hier steht jetzt schon bereit natürlich Avocado-Matsch. Dann haben wir ein paar geile Aufstriche. Unter anderem selbstgemachte Erdnussbutter von Hanna Gabi Gablatsch. Gebrannte Mandel ist auch sehr zu empfehlen. Und was haben wir hier noch? Oh, Kokosmandel ist auch richtig gut. Pflanzliches Joghurt, Tee. Darf auch nicht fehlen. Rote Beete-Aufstrich. Ein bisschen Butter und ein bisschen Käse und ein bisschen Ziegenkäse-Aufstrich. Hier gibt es glutenfreies Nussbrot. Einen Obstsalat zubereitet. Und Eggs.